Es bleibt die Erinnerung an einen Himmel voller Feuerlichter auf der Sparrenburg, wo Bielefelder zur Silvesternacht hingehen. Doch dieses Jahr Leere. Leere Innenstadt, leerer Marktplatz. Wenn es 12 schlägt und niemand zur großen Silvesterparty gehen kann, die viele sich gewünscht haben. Eigentlich mit meinen besten Freunden, da wir sonst kaum Möglichkeit haben, zusammenzukommen, hatten wir das schon ziemlich Anfang des Jahres überlegt zu sagen, okay, wir treffen uns dann Silvester und verbringen das mal zusammen. Fühlt sich das an, dass es nicht geht? Schon schade, aber was will man machen? So, und dann macht man sich's halt so schön, wie es halt gerade geht, in dem Rahmen, was möglich ist. Alleine zu Hause, aber dann mit Freundinnen, wie soll man sagen, über Zoom verbunden, übers Internet. Von daher wird es tatsächlich irgendwie ein kleinen Familienkreise. Auf der Dachterrasse und ich bin mal gespannt, es wird sicherlich der eine oder andere trotzdem böllern, dass man da etwas sieht, aber es ist halt tatsächlich irgendwie sehr still. So still, dass sie darunter leiden. Markus Katterle und Eva-Maria Enziner, sie sind einer der Großen im internationalen Feuerwerksgeschäft, verdienen ihr Geld mit Großveranstaltungen im In- und Ausland. Doch nun heißt es Retourengeschäft, enttäuschte Kunden. Ja, wir sind eigentlich dafür da, Menschen Freude zu machen. Und das wäre jetzt wieder eine Chance gewesen, so in diesem Corona-Grau so ein bisschen Freude zu vermitteln. Aber auch das wurde uns genommen und so geht es eigentlich das ganze Jahr. Es ist schon wirklich deprimierend, es ist frustrierend und es nagt auch so langsam an der Motivation. Sowas haben Sie in 30 Jahren Firmengeschichte nicht erlebt. Eigentlich hätten er und seine mehr als 30 festen Mitarbeiter jetzt Silvesterfeuerwerke veranstaltet, auch die großen in Monaco oder Abu Dhabi. Es macht auf der einen Seite traurig, aber es ist auch nicht so, dass ich eine große Wut empfinde oder sowas, weil es wäre völlig falsch, jetzt davon auszugehen, hallo, mir wird jetzt mein Herzblut genommen und ich darf das nicht tun. Es ist schlicht und ergreifend eine Situation, in der wir alle drinstecken. Er zeigt mir sein Lager. In einem Bunker warten 35 Tonnen Material auf bessere Zeiten. Feuerwerkskörper, Leuchtbomben, die den Millionenverlust nächstes Jahr wieder ausgleichen sollen. Es ist mit Sicherheit auch schwierig, ein Team motiviert zu halten. Es ist für die gesamte Branche sehr schwierig. Und es ist ja auch noch nicht absehbar, dass wir im nächsten Jahr jetzt komplett 100% arbeiten können. So dass man sich schon sehr mühen muss, mit seiner Liquidität klarzukommen. Aber 2021 könne nur besser werden, damit nur dieses Silvester ein Silvester ohne Feuerwerk bleibt. Ein Silvester ohne Feuerwerk und eines, das wohl besinnlicher ausfallen dürfte. Wir haben Menschen gefragt, die dieses Jahr besonders gefordert waren, was sie sich für 2021 wünschen. Ich wünsche mir auf jeden Fall für nächstes Jahr, dass jeder Impfstoff bekommt und ausreichend da ist und dass sich wirklich sehr viele Menschen impfen lassen, damit wir diese Pandemie echt überstehen und dass ein bisschen Normalität einkehrt. Mein Wunsch für 2021 ist, dass wir alle zusammen wieder umarmen können, grüßen mit Umarmung und Gesundheit für alle, dass die Läden wieder aufmachen können, dass die Leute wieder arbeiten. Das ist mein Wunsch für 2021. Wenn ich mir was wünschen darf für 2021, dann ist es, dass diese Bänke sich hinter mir wieder füllen dürfen. Dass wir keine Abstandshalter und Sperrungen mehr brauchen, sondern dass wir wieder einfach die Kirchentür aufmachen dürfen und die Menschen reinlassen, so wie sie gerade kommen wollen. Und dass wir endlich wieder singen dürfen, das wäre auch echt ein Herzenswunsch. Ich wünsche mir fürs nächste Jahr risikofrei arbeiten zu können, die Kunden ohne Maske zu sehen und sie mit einem Lächeln zu begrüßen. Ich möchte auch gerne frei reisen können, ohne Risiko und einfach tun, was ich möchte, mich mit Freunden treffen, ohne Begrenzungen.